Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime an diesem Dienstag. Es ist jetzt mittlerweile schon der 17. Januar, unglaublich. Wir sind jetzt schon bei der 131. Folge angelangt und es geht im ersten Fall um einen Mordfall aus Kanada. Und ja, seid gespannt und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid ready für eine neue Folge heute. Und ja, dann hört mal gespannt zu. Und ich hoffe, dass ihr mir auch auf Instagram schreibt. Natürlich, ihr wisst Bescheid, kennt das. Und würde mich sehr darüber freuen, wenn wir darüber, über diese Fälle jetzt, die ich jetzt euch vorstellen möchte, quatschen könnten. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben drei Fälle, die wir uns zusammen anhören. Und ja, dann starten wir gleich mit dem ersten Fall. Ja, und zwar geht es hier um den Mord an Ivan Wheeler. Es war Freitag, der 18. Februar 1977. Der 27-jährige Ivan wurde in London, Ontario, Kanada, tot aufgefunden. Während seiner Schicht im Taxi wurde er getötet. Um 5.15 Uhr fand man auf einem Parkplatz ihn tot in seinem Taxi, also ein Polizist fand ihn dort zuvor und ja, mit einem Schuss in den Hinterkopf wurde er getötet und der geschuldete Fahrpreis, das fand ich auch sehr interessant, der war noch auf diesem Taxameter und zwar waren das 6 Dollar und 5 Cent, ja. Und für, ich weiß nicht, für 6 Dollar 5 Cent tötet man da jemanden und exekutiert man jemanden so. Das ist ja eine Hinrichtung. Also ich finde das echt sehr, sehr bizarr. Kommen wir in diesem Fall dann schon zu den Theorien. Und zwar gibt es hier zwei. Einmal die Ermordung durch einen Fahrgast, was natürlich wirklich sehr, ja, im Vordergrund steht, dass es natürlich vielleicht, also nicht vielleicht, dass es ein Raubmord war, dass der Mörder dann auch dementsprechend auf dem Rücksitz saß, so wie die Verletzungen waren natürlich, und dass er vielleicht Panik bekommen hat, ja, dass er halt das Geld nicht bezahlen konnte, warum auch immer 6 Dollar und 5 Cent für eine Taxifahrt, aber vielleicht ist er halt auch mit der Intention ins Taxi gestiegen, gar nichts zu bezahlen. Ich weiß es nicht. Heutzutage, also wie gesagt, im Jahr 1977 waren 6 Dollar und 5 Cent. Heutzutage sind das 22 Dollar und 89 Cent. Selbst das ist noch ein humaner Preis für eine Taxifahrt, kommt natürlich auf die Entfernung drauf an, aber ja, ist eigentlich soweit in Ordnung. Die zweite Theorie ist, dass Ivan von einem Bekannten ermordet wurde und ja, also entweder wirklich ein Unbekannter, der einen Raubmord begangen hat oder von einem Bekannten getötet wurde, aber das wurde nicht wirklich so in Betracht gezogen. Und ja, die Tat ist jetzt fast 46 Jahre her und es ist immer noch nichts, ja, gefunden worden. Und ich denke auch, dass es in diesem Fall sehr schwierig werden könnte, da noch
irgendetwas zu finden. Wer weiß, ob sie da irgendwas an DNA-Spuren gefunden haben. 1977 war das ganz bestimmt noch nicht so verbreitet, dass man da irgendwie was ja, an DNA-Material sucht und dann auch vielleicht findet, sondern ich glaube schon, dass man dann eher auf Fingerabdrücke gegangen ist, weil ja selbst in dem Fall von Hinterkaifeck aus dem Jahr 1922, da haben sie ja auch nach Fingerabdrücken schon gesucht. Also das war den 1977 kein nichts Fremdes, dass man da nach Fingerabdrücken gesucht hat. Und ja, mehr kann ich zu dem Fall nicht sagen. Ein sehr kurzer Fall, aber ich finde das ziemlich feige, einen Taxifahrer von hinten einfach an den Kopf zu schießen. Sorry, das ist einfach zu feige und ich finde es auch sehr brutal. Ich finde es brutal, weil er hat es bestimmt nicht kommen sehen und er war dann, ja, also das will man sich nicht vorstellen, dann ist man einfach, ja, von einer Sekunde auf die andere ist man dann nicht mehr da. Und ja, und wie gesagt, jeder Mensch hat Familie und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr schlimm und auch gerade wenn, wie ich das schon mal gesagt habe, wenn Leute da ihren ganz normalen Beruf ausüben und da dann ermordet werden. Sicherlich haben Polizisten und so weiter das hohe Risiko, das nehmen sie ja auch in Kauf, aber ein Taxifahrer sollte nicht so ein hohes Risiko haben. Und in der heutigen Zeit und auch allgemein, ich meine, es war 1977, man sieht es, selbst da kann sowas passieren. Ja, da kommen wir auch gleich zum zweiten Fall von heute. Ja, im zweiten Fall gehen wir in die USA und zwar in das Jahr 2004. Es geht hier um einen vermissten Fall und zwar der Fall von Richard Cody Lee Haynes Jr. 2004 war Richard, beziehungsweise ich nenne ihn jetzt mal Cody, das war so sein Spitzname, war er 11 Jahre alt und lebte mit seinem Vater und seinen 4 Schwestern und der Lebensgefährtin des Vaters in Kittitas in Washington. Am 12. September 2004 zwischen 16 und 17 Uhr verschwand Cody. Einen Abend zuvor weigerte Cody sich, das Geschirr zu spülen, und er wurde zur Bestrafung 4 Stunden an den Küchentisch gesetzt und da musste er sitzen bleiben. Um ungefähr um 0 Uhr wurde er dann ins Bett gebracht. Er sollte dann auch ja, allein in seinem Zimmer bleiben, auch am nächsten Tag und ab 18 Uhr hat ihn dann keiner mehr gesehen. Also an diesem Tag, an dem Tag zuvor, war das ja halt mit diesem, dass er um 0 Uhr ins Bett gegangen ist. Am nächsten Tag dann, ja, sollte er halt die ganze Zeit in seinem Zimmer bleiben alleine. Und ja, und bis 18 Uhr war halt wirklich überhaupt keiner bei ihm. Und ja, in dieser Zeit muss er wohl verschwunden sein, denn Cody nahm wohl eine Tasche und verschwand klamm und heimlich. Später wurde diese Tasche mit seinem Fahrrad in einem Schuppen gefunden, was ich auch sehr komisch finde, wenn er jetzt verschwunden ist. Warum ist seine Tasche zusammen mit seinem Fahrrad in einem Schuppen, wenn er es nicht persönlich dort abgestellt hat, um sich dort vielleicht zu verstecken? Und dann ist er vielleicht entführt worden, man weiß es nicht. Die Frage ist halt wirklich, ist er vielleicht weggelaufen zu seiner Mutter? Seine Mutter lebte in Florida. Wie gesagt, er war beim Vater untergekommen und seiner Lebensgefährten und den Geschwistern. Eine Woche später wurden dann seine Schwestern in Pflegefamilien abgegeben. Und das finde ich sehr, sehr interessant und auch sehr schlimm natürlich, dass die Schwestern dann aus der Familie genommen wurden. Aber es hatte einen triftigen Grund, denn in der Familie soll es ja Vernachlässigungen gegeben haben der Kinder, ein Missbrauch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt auch ein körperlicher Missbrauch war oder ein geistiger Missbrauch, aber das alleine schon
ist schrecklich. Ja, dann gab es halt die mangelnde Aufsicht und ja, man hat ihn halt wirklich so, ich glaube, das war sogar 18 Stunden, hat man ihn da in seinem Zimmer gelassen, ohne dass jemand nach ihm geguckt hat, ohne dass er auf Toilette durfte und ohne dass er ja was zu trinken und was zu essen bekommen hat. Und alleine das ist, das haben die Geschwister ja auch so mitgeteilt, dass das so war. Und deswegen haben sie die Geschwister sofort aus der Familie rausgenommen, um sie natürlich zu schützen, ganz klar. Richard und Marla heirateten daraufhin, also der Vater Richard und die Stiefmutter. Richard behauptete, er habe nach Autoteilen gesucht und ja, und um diese Uhrzeit, so früh wie er da unterwegs war, war kein Schrottplatz auf. Und ja, also da war er an diesem Tag, als Cody verschwand, wohl Autoteile suchen. Beziehungsweise das hatte er vor, aber der Schrottplatz war halt so früh noch nicht auf, ganz klar. Die Heirat, die zwischen den beiden stattgefunden hat, war ja eigentlich nur so gedacht, ja, wir heiraten, dann brauchen wir vor Gericht nicht gegeneinander auszusagen, zwecks dieser Kindesmisshandlungen, Vernachlässigung der Kinder und ähnliche Sachen. Ende 2001 und 2002 wurde Richard aber auch gemeldet. Ja, also wie gesagt, Cody verschwand 2004, 2001 und 2002 wurde der Vater schon gemeldet. Und die Kinder gingen halt ohne oder waren halt ohne Mäntel und ohne Schuhe draußen. Und das ist schon ein starkes Stück, Leute, wenn man also zu bestimmten Temperaturen die Kinder barfuß rausschickt und ohne Mäntel. Das ist schon unverantwortlich. Das ist schon richtig, ja, also da quält man die Kinder mit. Das ist, finde ich, ganz, ja. Finde ich ganz schlimm. Cody wurde an dem Tag auch schwer geschlagen, an dem er wohl verschwand, oder am Tag davor wahrscheinlich. Und genau, der Boden in der Küche war ersetzt worden, warum auch immer. Also die haben einfach den Boden in der Küche ersetzt. Man geht stark davon aus, dass Cody vielleicht sogar von den Eltern selber durch irgendetwas umgekommen ist und er jetzt als vermisst gemeldet ist, man ihn überhaupt nirgendwo findet. Und sehr verdächtig ist halt, dass man in der Küche eigenmächtig, ohne den Vermieter zu fragen, den Fußboden rausgerissen hat und neu verlegt hat und wie auch immer. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Dann wurde dann auch noch Malers, also der von der Stiefmutter sozusagen, das Auto wurde untersucht. Aber da fand man jetzt nichts weiter. Und natürlich wurde auch dieser Fall dem FBI übergeben. Und zwar im Oktober 2005 war dies. Ja, also ich finde das alles wirklich, ja, also da muss irgendwas im Busch sein, was ja, mit den Eltern zu tun hat, ganz einfach. Ja. Und jetzt einmal zur Beschreibung von Cody. Im Jahr 2004 war Cody 11 Jahre alt, 1,52 Meter groß und wog 90 Pfund. Er hatte braune Haare und grüne Augen. Er hatte ein rundes Muttermal am rechten Oberschenkel. Und er wurde am 16. April 1993 geboren. Heute wäre Cody 28 Jahre alt, wenn er noch leben würde. Also wie gesagt, man hat nichts weiter herausgefunden. Er ist einfach vermisst und man weiß halt auch wirklich nicht, ob die Eltern irgendwas damit zu tun haben. Man hat da nichts weiter gefunden. Ja, was ich euch nur sagen kann, ist, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind und dass es eine Belohnung in diesem Fall von 5.000 Dollar gibt. Und ja, das ist der Vermisstenfall von dem kleinen Cody aus dem Jahr 2004. Wenn ihr da noch irgendwas wissen möchtet, wenn ihr darüber sprechen möchtet, schreibt doch gerne bei Instagram mir eine Nachricht. Gerne auch eine Sprachnachricht, würde ich mich sehr freuen.
time-4crime natürlich. Und ansonsten auch über YouTube könnt ihr mir das auch gerne unter dem Video schreiben oder Fragen stellen, wie auch immer. Und ihr könnt natürlich auch Fallvorschläge gerne schicken. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn da was von eurer Seite kommt und dass ich da auch mal auf eure Wünsche eingehen kann. Ja, das war der zweite Fall für heute. Wir haben jetzt noch einen dritten Fall, auch einen vermissten Fall. Da gehen wir wieder nach Kanada. Und zwar dieses Mal auch wieder in die 70er Jahre, ins Jahr 1976. Und zwar geht es hier um Laurie Lee Casbrick. Ja, Laurie Lee Casbrick wurde 1961 geboren, hatte 6 Geschwister und die Familie lebte in Winnipeg und zog 1970 nach Hilliard, Alberta. Laurie rebellierte, als sie umzogen und lief weg und war tagelang verschwunden. Alleine das ist schon sehr krass für die Eltern. Und ja, im Frühjahr 1976 traf sie bei einer Rennveranstaltung auf ihren Bruder Rick. Sie war damals 16 Jahre alt. Das letzte Mal, dass er mit Laurie gesprochen hat, war Weihnachten 1976. Da rief sie an und sagte, sie hat eine Arbeit gefunden als Model in Lake Tahoe in Nevada. Und das ist natürlich ganz schön weit weg, ne? Weil, wie gesagt, wir waren ja hier in Kanada und dann nach Nevada zu gehen, alleine und angeblich einen Modeljob zu haben, das ist schon sehr kurios. Aber in den 70er Jahren, denke ich, und auch in den 80ern, war das gang und gäbe, dass viele Mädels da einen Modeljob haben wollten. Und ich glaube auch viele das ausgenutzt haben, viele Männer, die da natürlich einfach nur was vorgespielt haben und und vielleicht zu diesem Zeitpunkt dann auch noch Fotos gemacht haben und sie im Glauben gelassen haben, dass sie so einen Modeljob bekommt oder wie auch immer. Und deswegen haben sie sie wahrscheinlich auch dort anrufen lassen zu Hause. So gehe ich davon aus. Und ja, das war das letzte Mal, dass sie sich meldete und wurde dann auch als vermisst gemeldet. Es gab aber leider keinerlei Suchmaßnahmen und das finde ich so traurig in diesem Fall. Als ich das recherchiert habe, warum sucht man dann nicht nach dieser Person? Warum nicht? Nur weil sie in einem anderen Land untergetaucht ist, beziehungsweise angeblich einen Job gefunden hat. Ich meine, sie war 16 Jahre alt, also was das ist, sie ist selbst in Amerika minderjährig, Leute. Also sie ist mit 21 volljährig und selbst zu diesem Zeitpunkt, denke ich, war das so. Und wieso sucht man dann nicht nach dieser Person, wenn die Eltern darum bitten und sie minderjährig ist? Ich verstehe es nicht. Tja, Leute, dann gab es auch eine falsche Hoffnung für die Familie, denn es gab zwei Sachen, die aufgetreten sind. Nummer eins, zum einen rief eine Frau an und behauptete, sie sei die Schwester von Rick. Also sie hat nur gesagt, sie wäre die Schwester von Rick. Sie hat nicht irgendwie gesagt, sie wäre Laurie. Und es stellte sich dann heraus, dass das wirklich Ricks Schwester war, aber eine Halbschwester, die damals zur Adoption freigegeben wurde. Also das bewahrheitete sich, aber es war nicht Laurie in diesem Fall. Dann gab es noch eine Frau mit demselben Namen, also mit Laurie. Laurie Lee Casbrick, so hieß sie. Und dieser Name ist dann halt nochmal aufgetaucht und man dachte, okay, derselbe Name, kann ja nur dieselbe Frau sein. Ja, und Lauries DNA wurde dann zum Vergleich herangezogen und in diesem Fall war diese Person nicht Laurie,
Aber falls Laurie irgendwo gefunden wird, falls irgendeine Leiche gefunden wird, dann kann man auf jeden Fall die DNA mit dieser Leiche und mit Lauries DNA vergleichen, denn die DNA liegt halt zum Vergleich vor. So, dann hat man natürlich gedacht, dass es natürlich in Kanada ganz klar einen sehr berühmten Fall gibt von einem Serienmörder. Und man ist dann davon ausgegangen, dass Laurie eventuell Opfer von diesem Serienmörder geworden ist. Und zwar von Robert Picton. Robert Picton war wirklich, also wenn man da Fotos von sieht, das ist einfach nur so wie im Horrorfilm, also wie jemand, den man sich als Serienmörder vorstellt, wie jemand so aussieht wie ein Serienmörder, so sah Robert Picton einfach aus. Gruselig, ungepflegt und ja, also man hat da im Internet ja schon viele Fotos von gesehen. Bei Robert Picton war es damals so, dass er junge Frauen auf seine Farm gelockt hat mit Versprechungen, mit Geld und Reichtum und wie auch immer. Und es waren unter anderem auch Prostituierte, die ja nicht so wirklich vermisst wurden, ja, die dann ihre Familie irgendwo zurückgelassen haben und so weiter. Die wären ja halt nicht so sehr vermisst wie jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel auf irgendeine Durchreise ist und irgendwo hin will. Und ja, na, jeder weiß, diese Person ist auf jeden Fall, der ist irgendwas passiert oder so. Und dann kommen ja diese Nachforschungen und das war bei ihm nicht so. Natürlich kann man ihm nachher auf die Schliche, ganz klar. Und deswegen dachte man auch, dass er vielleicht der Mörder von Laurie sein könnte, falls ihr was zugestoßen sein sollte. Und ja, 40 Jahre, also wie gesagt, es wurde dann ausgeschlossen, dadurch, dass die DNA von Laurie halt vorlag und auch auf dem Hof oder auf dieser Farm von diesem Robert Picton alles Mögliche an Knochen beiseite geschafft wurde, sag ich mal, untersucht wurde und ja, keiner von diesen Knochen stimmte mit Lauries DNA überein, was ja gut ist. Das heißt, dass Laurie höchstwahrscheinlich kein Opfer von ihm geworden ist. Aber trotzdem, 40 Jahre nach dem Verschwinden, wurde sie erst als vermisste Person aufgenommen. Und das ist in so einem Fall, glaube ich, der Todesstoß für diesen Fall. Das geht gar nicht. Also das hatten wir ja schon öfter mal, dass da irgendjemand verschwunden ist und nach 20, 25 Jahren die Familie sagt, jetzt haben wir schon so lange nichts mehr von demjenigen gehört, jetzt melden wir ihn als vermisst. Da denke ich mir so, wie kann sowas gehen? Wie kann sowas sein, dass man 20, 25 Jahre niemanden als vermisst meldet, den man so lange nicht gesehen hat? Denkt man dann wirklich, ja, der taucht irgendwo unter und will sein eigenes Leben, ja, lass ihn mal und dann lässt man das einfach so? Das sind 40 Jahre. Knapp ein halbes Jahrhundert. Das ist unfassbar. Und dann erst als vermisst gemeldet. Also, ja. Naja, was soll ich dazu sagen? Vor kurzem wurde halt aufgedeckt, dass Laurie wohl Ende 1976 in Edmonton in einem Park leben sollte und 1977 wieder nach Winnipeg gegangen sein soll. Also da wurde sie wohl angeblich gesehen. Ja, dann wurde natürlich, weil sie als vermisste Person gilt, 2016 ein Alterungsbild veröffentlicht von den Ermittlern natürlich. Kennen wir ja zu Genüge. Und 2015 gab es eine Person, da wurde auch natürlich Gott sei Dank die DNA von Laurie mit verwendet, um herauszufinden, ob diese Person Laurie war. Denn es gab eine Laurie Kennedy, die hat sich am 24. Dezember 2010 umgebracht und man hat sie dann exhumiert, um halt rauszufinden, ist das jetzt die gesuchte Laurie? Es war nicht Laurie. Ja, es war jemand, die hatte sich
eine fremde Identität angeeignet, ist auch von zu Hause abgehauen, aber es war nicht die gesuchte Lori aus diesem Fall jetzt. Ja, was ist halt natürlich so, sozusagen, das schwierig, erstmal schwierig gemacht hat mit diesen beiden Personen, ist, es gab ja Fotos von dieser Lori Kennedy und es waren beide mit dunklen Haaren unterwegs. Beide hatten eine Zahnlücke und beide hatten auch das gleiche Geburtsdatum. Ja, da denkt man natürlich schon, dass es dieselbe Person ist, aber durch DNA, zum Glück durch DNA-Überprüfung, konnte das ausgeschlossen werden und die Lori Kennedy wurde dann wieder beerdigt und oder beigesetzt. Ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn man sie wieder zu Grabe trägt nach einer Exhumierung, das weiß ich jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, also es ist sehr, sehr schwierig in diesem Fall, weil man schon wieder nichts hat. Aber es gibt auch zwischen diesen beiden Personen Unterschiede, ja? Oder gab Unterschiede. Und zwar zum Beispiel war das halt so, dass sie braune Augen hatte. Ja, also Lori hatte braune Augen. Und sie hatte keine Narbe über dem Auge, was die andere Person hatte. Also, ne, das war auch schon Ausschlusskriterium natürlich dafür. Die erste Theorie ist ein freiwilliges Verschwinden und von Lori, aber ja, das wird sehr, als sehr möglich beschrieben, aber trotzdem, ja, schwierig, schwierig. Ja, weiß man nicht. Ich wäre eher für die zweite Theorie, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. Ja, dass sie erst weitergezogen ist und dann Opfer geworden ist. Das glaube ich schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich geglaubt hat, einen Modeljob angenommen zu haben oder zu bekommen in Nevada. Und dass nach diesem Telefonat sie ermordet wurde. So, dass das noch ein Lebenszeichen von ihr war für die Familie und ja, dass man sie dann ermordet hat und dass es dann vielleicht so ist, ja, mir geht es gut so ungefähr, braucht mich nicht zu suchen und ja, dass man dann vielleicht so sagt, dass es sowas ist. Ja, naja, keine Ahnung, aber das könnte gut möglich sein. Wie gesagt, ich dachte ja, dass Lori schon 16 war, aber ich sehe gerade, bei der Beschreibung nochmal zusammengefasst, war Lori ja keine 16, sie war sogar 14. Und schlank, war sehr groß, natürlich für das Alter, 1,80 Meter bis 1,82 Meter groß, hatte langes, glattes, schwarzes Haar, braune Augen, wie ich schon sagte, eine große Narbe über beiden Augen. Oh, da muss ich mich nochmal korrigieren. Ich hatte ja gerade gesagt, dass sie keine Narbe über dem Auge hatte. Doch, also sie hatte über beiden Augen eine große Narbe, nur die andere Person nicht. Sorry, so war das. Dann hatte sie schiefe Zähne. Ihr Spitzname war Lori oder Lovely. Und im Jahr 2006 starb dann ihr Vater. Und ja, dann ging das sozusagen als Vermisstenfall vonstatten. Wie gesagt, 40 Jahre später erst. Ja, also sie wäre heute wirklich circa 60 Jahre alt. Der Fall ist jetzt 47 Jahre her. Ich habe das jetzt alles nochmal genau begutachtet. Und ja, wie gesagt, 1976 vermisst, bis heute vermisst. Also knapp 50 Jahre vermisst und ja, das wird sehr, sehr schwer sein, da noch irgendwas herauszubekommen. Ihr wisst da meine Meinung, aber man sollte nie, nie sagen und ja, das war's zu dem letzten Fall heute, zum dritten Fall und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal eine angenehme restliche Woche. Wir hören uns Freitag wie gewohnt wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr eine tolle Zeit habt. Passt auf euch auf und bis dahin. Ciao.